Liebe Freunde, wir befinden uns im linksgrünen Berlin. Warum betone ich das? Wir sind kurz vor dem 1. Mai. Und der 1. Mai ist ja gerade für Berlin ein besonderer Tag für die linke und linksextreme Szene. Und ich verwundere mich schon über die aktuelle Berichterstattung im Vorfeld und auch über die Lageberichterstattung intern, zumal mich hier allerdings in Berlin eigentlich gar nichts mehr verwundert. Wann immer wir Demonstrationen in der Vergangenheit hatten, im letzten Jahr und in diesem Jahr, was Regierungskritik zum Ausdruck bringen sollte, was war da für ein Aufschrei? Es hieß Reichsbürger, Rechtsextreme, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker. Es wurden Versammlungsverbote geprüft, die mitunter so dilettantisch waren, dass die Verwaltungsgerichte sie natürlich sofort kassiert haben. Der Innensenator hat sich unglaublich dilettantisch verhalten, was seine Haltung im Rahmen von Regierungskritik anging. Sämtliche Versammlungsverbote aus seinem Hause wurden gekippt. Und welche Situation haben wir jetzt? Es sind alleine bei der revolutionären 1. Mai-Demo über 10.000 Leute zu erwarten. Wir haben weitere linke Corona-Leugner-Demonstrationen, so wurden sie benannt, mit einer Gegendemonstration, wahrscheinlich auch von Linken, in Lichtenberg. Es gibt ein Fahrradkorso angemeldet mit 2.500 Menschen, die in den Grunewald fahren wollen. Und das würde zu einem Verkehrsinfarkt führen. Und wir haben Einsatzkräfte, die ungefähr dem entsprechen, wie sie im vergangenen Jahr waren, wo es keine Versammlung gab. Der Innensenator hält sich da ein Stück weit in Schweigen, was eine kritische Nachfrage angeht. So als wenn es normal wäre, dass wir zwischen guten Demos und schlechten Demos unterscheiden. Und ich selber bin jetzt schon betroffen, dass das alles auf dem Rücken der Berliner Polizei ausgetragen wird. Wir werden massive Gewaltexzesse erleben rund um den Bereich Friedrichshain-Kreuzberg, Nordneukölln. Das kann ich jetzt schon prognostizieren. Es ist quasi unmöglich, dass die Polizei die Eindämmungsverordnung durchsetzen kann. Sie wird Prioritäten setzen müssen. Wir haben im ganzen Bundesgebiet diverse Demonstrationen und das heißt, die Unterstützung von anderen Bundesländern wird auch sehr schwierig, insbesondere da ja der eine oder andere Innenminister die Situation in Berlin kritisch sieht aufgrund der zumutbaren Gesetze wie das Landesantidiskriminierungsgesetz, was die Entsendung von Polizeikräften nach Berlin schwieriger macht. Also mitunter habe ich das Gefühl, ich befinde mich in einem Irrenhaus und ich glaube, das seht ihr auch so und wir warten ab. Ich hoffe, dass es nicht allzu viele verletzte Polizisten zu beklagen gibt, aber ich sehe dem nicht wirklich optimistisch entgegen. Warten wir ab und der Innensenator wird sich im Nachgang wieder einmal von mir ganz, ganz kritische Fragen stellen lassen müssen und das ist meine Aufgabe, die erfülle ich gerne und für den 1. Mai wünsche ich allen eingesetzten Polizeikräften toi 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 und kommen Sie alle heil und gesund wieder nach Hause. Vielen Dank.